today. So whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. Hallo, ich bin die Andrea und komme aus den niederösterreichischen Voralpen. Ich würde mich sehr gerne wieder so richtig verlieben. Also für einen neuen Partner wünsche ich mir vor allem Achtsamkeit, Ehrlichkeit, dann soll er humorvoll sein, er soll auch sportlich sein, dann sollte er Kunst und Kultur interessiert sein und ja, einfach mit mir das Leben genießen wollen. Also ich würde mir auch einen Partner wünschen, mit dem ich dann Feste besuchen kann, wenn man zum Beispiel auf eine Hochzeit oder auf einen Geburtstag eingeladen ist und man kommt dann alleine, fühlt man sich wie das fünfte Rad am Wagen. Mein jüngerer Sohn wohnt bei mir im Haus. Er hat seinen eigenen Bereich. Die Küche benutzen wir gemeinsam. Und vor einem zukünftigen Partner erwarte ich mir schon, dass er sich mit meinen Söhnen versteht und mit meiner Schwiegertochter. Also ich liebe Wasser. Ich bin irrsinnig gern am oder im Wasser. Und ganz in meiner Nähe gibt es einen Wasserfall und das ist für mich ein richtiger Kraftort. Ist ein Wasserfall auch ein sehr romantischer Platz für Sie? Es kann romantisch sein mit dem richtigen Mann. It's a lovely day today, so whatever you've got to do, you've got a lovely day to do it in, that's true. And I hope whatever you've got to do is something that can be done by two. For I'd really like to stay. It's a lonely day today. And whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. Ich war verheiratet. Und aus dieser Ehe sind meine zwei Söhne entstanden. Und solange die Ehe gedauert hat, war sie schön. Aber wir haben uns dann auseinandergelebt und irgendwann war es dann einfach vorbei. Warum haben Sie sich auseinandergelebt? Also ein großer Grund ist sicher mein Beruf. Ich war diplomierte Krankenschwester und habe sehr viele Wochenend- und auch Feiertagdienste gemacht und Nachtdienste. Und das muss ein Partner erst einmal mittragen. Da hat er sehr oft die Kinder alleine am Wochenende oder auch in der Nacht, wenn sie krank waren. Und es ist schon eine große Belastung für eine Beziehung. Ich habe in der chirurgischen Ambulanz gearbeitet. Also was es dann auch sehr oft war, jetzt hat man 12 Stunden gearbeitet und man hatte tagsüber oft wirklich nicht viel Zeit zum Essen. Dann kommt man nach Hause und dann setzt man sich in Ruhe hin und isst meistens mehr, als man sollte. Und das ist ein Kreislauf, aus dem man dann irgendwo fast nicht herauskommt. Und das hat der Figur nicht sehr gut getan. Also je mehr Kilo man hat, umso weniger fühlt man sich attraktiv. Und mit der Altersteilzeit ist das dann viel einfacher geworden. Und dann ist alles wie von selbst gegangen eigentlich. Auch das Abnehmen? Auch das Abnehmen. Weil einfach auch die Zeit da war, dass man sich jetzt etwas Tolles kocht. Mit jedem Kilo, das man verliert, steigt das Selbstvertrauen wieder. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Natürlich hatte ich in letzter Zeit auch einige Dates und dabei waren ein paar sehr kuriose Sachen auch dabei. Zum Beispiel, ich habe einen Mann eingeladen zu einem späten Frühstück und es war wirklich alles am Tisch von Schinken, Käse, Tomaten, Gurken, also Gemüse, Obstsalat, Ei, Kuchen. Und wie ich alles herausgeräumt habe aus dem Kühlschrank, bin ich draufgekommen, oh, ich habe die Butter vergessen. Und ich habe gedacht, ja, wenn ich jetzt da schnell ins Geschäft fahre, dann geht sich das nicht mehr aus. Ich habe ihn einfach angerufen und gebeten, ob er mir eine Butter mitbringen kann.
Und dann ist er mit der Butter gekommen und wir sind hereingegangen in die Küche und da liegt die Butter am Tisch und sagt, mach 2,19 Euro. Wirklich? Und ich habe einmal geschaut und habe mir gedacht, meint er das jetzt ernst? Da ist ein Tisch voll Essen und er möchte die 2,19 Euro für die Butter. Ich habe ihn dann darauf angesprochen und er meinte nur, euch Frauen geht es ja immer nur ums Geld. Ich war dann ehrlich gesagt fast froh, wie er wieder gegangen ist. Haben Sie ihm die 2,19 Euro gegeben? Natürlich, weil das lasse ich mir nicht nachsagen. There is nothing more to say, except it's a perfectly devastating, delightfully, excitingly exhilarating. What a day for simply saying, it's a lovely day. Wann sind Sie brav und wann sind Sie ausgeflippt im Leben, Andrea? Also ausgeflippt, würde ich jetzt sagen, war ich in meiner Kindheit. Ich war immer ein sehr lebhaftes Kind. Und dann würde ich sagen, war ich brav. Wäre es nicht wieder Zeit, ein bisschen ausgeflippter zu sein? Auf alle Fälle. Also eine Spur mehr ausgeflippt würde meinem Leben sicher gut tun. It's a lovely day.